Anja und heute lassen wir das Glücksrad entscheiden, welche Farbe unser Outfit hat in Dress to Impress. Und dann hoffen wir mal, dass wir trotzdem gewinnen können. Das Thema ist cozy und unser Glücksrad gibt uns die Farbe rosa. Okay, perfekt. Das klingt noch nach einem möglichen Deal. Alles klar. Oh mein Gott, das ist so süß alles. Lass uns erstmal hier anfangen. Ich habe noch nicht viel mit dem neuen Sommer-Update gespielt. Von daher weiß ich leider noch nicht wirklich, wo die ganzen Outfits sind. Aber ich denke, die anderen ja auch nicht. Also habe ich eigentlich einen Vorteil. Ich mache mich erstmal Hautfarben. Dann suche ich uns ein kleines Gesicht raus. Das hier ist so süß. Oh mein Gott, mit dem kleinen Zwinkerer. Oh mein Gott, das ist amazing. Ich liebe es. Welche Frisur schreit cozy? Ich habe schon ein bisschen ein Bild im Kopf. Entweder ich mache mir einen hohen Dutt oder ich mache mir sowas. Das ist nicht unbedingt cozy. Okay, ich finde die gar nicht schlecht. Ich meine, das ist ein bisschen oben aus dem Gesicht raus. Von daher, die ist halt sehr hübsch, die Frisur. Da kann man halt nichts sagen. Sie ist nicht unbedingt ein Dutt, aber ich habe auch keinen Dutt gefunden, der mir gut gefällt. Ich finde, ein Sweater ist auf jeden Fall cozy. Den müssen wir jetzt in rosa machen. Dann ein paar Leggings, ebenfalls in der Farbe rosa. Perfekt. Ich werde diese Stulpen anziehen, einfach für ein bisschen Kontrast und damit das Ganze flauschiger aussieht. Dann mache ich mir ein paar Schleifchen in die Haare, auch in rosa. Die sind schon rosa, perfekt, muss ich nichts ändern. Ein paar rosa Ohrringe. Oh, die sieht man kaum. Vielleicht bin ich die ein bisschen dunkler mache. Ganz wichtig, ich habe gerade rote Nägel. Ich brauche selbstverständlich auch hellrosa Nägel. Ey, die sieht voll ähnlich aus wie ich. Das andere Mädchen, oh mein Gott. Ich gucke kurz, ob es noch Code-Items gibt, die cute wären. Vielleicht die Schleife. Vielleicht ist die Schleife auch einfach besser als die kleinen Schleifen. Ich ziehe die wieder aus. Ja, die ist viel cuter. Und natürlich nehmen wir noch die kleinen Kaninchenschuhe. Und zwar auch in hellrosa. Perfekt, ich sehe super, super gemütlich aus. Mir fehlen aber noch so ein paar Accessoires. Also irgendein anderer Schuh ist falsch. Ich sag, die Stulpen und die Schuhe sind adorable. Vielleicht kann ich die Schuhe aber noch in der Farbe von den Stulpen machen, einfach damit es aussieht, als ob die mehr zusammengehören. Mein Problem mit Cozy sind wirklich die Accessoires. Mir fällt ehrlich nichts ein. Ich glaube, diese Tasche mache ich noch schnell. Ich mache die auch in rosa. Dann habe ich wenigstens irgendwas in der Hand, weil sonst sieht das so komplett leer aus. Das ist ein bisschen schade. Und dann gucken wir mal. Erstes Outfit, sehr gute Schuhe. Leider eher mittelmäßig, einfach weil das Gesicht nicht cozy aussieht. Also du sitzt nicht zu Hause mit einem Full Face of Make-up, sage ich, während ich mit einem Full Face of Make-up zu Hause sitze. Aber das ist was anderes, okay? Ich bin ja nicht cozy gerade. Ich gehe ja gleich zum Sport. Okay. Interessant, das ist mehr so ein Urlaubs-Theme mit der Kokosnuss. Finde ich sehr kreativ, werde ich 4 Sterne geben. Outfit 3 sind 3 Sterne, ist einfach nur ein Schlafanzug. Und das ist mein Outfit, komplett in rosa, wie das Glücksrad es wollte. Ich finde es so süß, ohne Mist. Ich glaube, ich habe eine Chance aufs Treppchen. Das Outfit ist sehr, sehr ähnlich wie meins. Ich gebe 4 Sterne. Ich finde die Idee clearly gut. Sie hat noch die kleine Häschentasche. Oh mein Gott. Und die Schlafmaske. Das sind richtig gute Accessoires. Also, sie ist halt eine Meerjungfrau. Ich weiß nicht, ob eine Meerjungfrau cozy ist. Ich gebe 1 Stern. Du bist cute. Sie hat mir ein bisschen zu wenig. Und die Gewinner sind... Oh mein Gott, wir sind Dritte geworden. Let's go. Erste Runde direkt Dritte. Oh mein Gott, Glücksrad, ich danke dir für deine Weisheit. Gutes Thema, gute Farbe. Thema ist Kindheitsgeschichten und unsere Farbe vom Glücksrad ist... Rot, alles klar. Mit Rot denke ich an so Rotkäppchen und... oder Schneewittchen hat ja auch ein rotes Kleid an. Von daher werde ich versuchen, das zu machen. Ich habe leider nicht genug Geld für die ganzen Outfits, weil ich noch nicht so lange Dress to Impress spiele. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem irgendwie ein Schneewittchenkleid zaubern kann. Das versuche ich einfach mal hier raus. Dann mache ich das da rot. Ich glaube, das hat so weißen Trim. Lange Arme ebenfalls rot. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv rot. Vielleicht mache ich die Arme etwas dunkler. Dann mache ich das auch ein bisschen dunkler. Auch in rot. Okay, irgendwie hat das nicht viel von einem Schneewittchenkleid. Okay, neuer Versuch, neues Kleid. Okay, meinetwegen. Es ist ein... Ich habe auf jeden Fall eine Mission. Okay, ob es wirklich klappt, ist mir unklar. Aber ich habe jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein rotes Kleid gemacht. Und ich brauche jetzt so eine weiße Schürze, meiner Meinung nach. Ich darf natürlich kein komplettes Weiß benutzen, aber ich werde einfach hellrot nehmen. Was ist das hier? Das sind so Pups. Ganz ehrlich, ich füge sie einfach mal hinzu. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Rot ist so eine aggressive Farbe. Okay, es ist, wie es ist. Aber man kann ja nur hoffen und träumen. Vielleicht der Hut? Meinetwegen.
Es ist ein Hut. Okay, es ist ein Hut. Der Hut ist da. Ich brauche mehr ein Schneewittchengesicht. Ich glaube, das hier sieht unschuldiger aus. Vielleicht das da? Meinetwegen. Das hat halt nichts mit Schneewittchen zu tun. Vielleicht ist es mehr so ein, Rotkäppchen sieht auch nicht so aus. Ich glaube, ich habe mich hier verrannt in was. Ich glaube, es ist aber auch schon zu spät. Ich habe nur noch 1:50. Jetzt ist die wichtige Frage. Hatte Rotkäppchen schwarze Haare? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist richtig. Ich bin ratlos. Ich mache die komischen Poofs wieder weg von meinen Armen. Ich habe das Gefühl, die haben mir wirklich keine Gefallen getan. Den Hut finde ich grundsätzlich gut. Vielleicht können wir das irgendwie noch retten. Okay, gute Nachrichten. Ich habe ein paar Schuhe gefunden. Ich mache sie ebenfalls rot. Oh mein Gott, ich hätte einfach Ariel oder sowas machen können mit den roten Haaren. Okay, sie hat Ariel genommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist gut, ist in Ordnung. Deins ist besser, Ariel ist gut. Ich bin ein Sharer Voter, okay? Okay, das heißt halt keine Kindheitsgeschichte. Es geht ja auch nicht um Kindheitsheld. Also, wenn es irgendeinen Sänger gibt, also es ist keine Kindheitsgeschichte. Tut mir leid, aber das ist ein Stern. Ich weiß halt nicht, wer er sein soll. Schreibt er irgendwas? Nein. Ich weiß nicht, was Rotkäppchen heißt. Red Riding Hood, right? Oh, das war nix. Oh, das war ein Griff ins Klo. Das ist einfach irgendeine Meerjungfrau. Du bist nicht Marielle. Tut mir leid, aber das ist ein Stern. Immer Ballett hat sie geschrieben. Aber Kindheitsgeschichte, immer Ballett? Vielleicht gibt es die und ich kenne die einfach nicht. Ich gebe ihr mal 4 Sterne, weil also, es kann ja gut sein, dass ich die Kindheitsgeschichte einfach nicht kenne. Und sie hatte ja clearly ein Ziel. Was ist sie? Sie sieht funky aus. Peppa Pig. 3 Sterne für Peppa Pig. Ich meine, zu einem Teil fair, zu einem Teil verwirrend. Ja, Bro, du bist einfach schwarz angezogen. 1 Stern. Ich glaube, Peppa Pig gewinnt. Ehrlich, ich glaube, Peppa Pig wird gewinnen. Wieso hat denn der Dude im schwarzen Anzug gewonnen? Warum ist er denn Zweiter geworden? Wer soll der denn sein? Oh mein Gott. Das Thema ist Familienwiedervereinigung. Und unsere Farbe ist grün. Warum habe ich 4 gezeigt? Grün ist für mich 4, okay? Vergesst es. Unsere Farbe ist grün und wir müssen zu einer Familienwiedervereinigung. Ich habe einfach nicht so eine Riesenfamilie. Ich habe nicht 1000 Verwandte. Aber ich würde einfach mal sagen, wir ziehen uns ordentlich an. Ein bisschen schicker, aber jetzt nicht verrückt. Okay, Haare mache ich die hier. Ich finde die eigentlich süß und ich habe die noch nie benutzt. Und sie gefallen mir gut. Haare sind ja auch sehr ordentlich bei einer Familienwiedervereinigung, würde ich behaupten. Dann Nägel machen wir schon mal grün. Eher so ein mittleres Grün, ein bisschen mintgrün. Dann suche ich mir noch ein Gesicht raus mit grünen Augen. Und zwar das hier. Wir gehen wieder für die hohen Schuhe rum wie num in hellgrün. Dann ziehe ich mir das Top an, weil das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Den oberen Part mache ich hellgrün. So, dann ziehe ich mir einen Gürtel an. Die Hose ist sehr kurz, ne? Eine grüne Tasche. Und ich brauche dringend eine Hose, muss aber was Ordentliches anziehen, weil es ist ja eine Familienwiedervereinigung. Da kann man sich ja nicht anziehen wie sonst was. Boah, die gefällt mir aber nicht. Ich sehe halt aus wie ein Ranger. Ich sehe aus wie ein Cowboy oder so. Grün ist so eine aggressive Farbe. Aber ich glaube, mit dem Dunkelgrün holen wir uns hier nochmal raus. Ich glaube, das ist okay. Eine Schleife? Ah, hier. Ich nehme so eine Packung Schokotäfelchen. Was sagt ihr dazu? Hä? Packung Schokotäfelchen? So, in grün. Oh nein! Nein! Okay, also ich glaube, wenn ich die Schokopackung noch richtig eingefärbt hätte, halt auch in dem richtigen Grünton, wäre es eigentlich ganz süß. Einfach weil man bringt ja auch was mit, so als Geschenk. Das ist ja grundsätzlich was Gutes. Ich glaube halt mit der Farbe, wir haben uns hier wirklich keinen Gefallen getan. Ich glaube, sonst hätte ich eine Chance aufs Treppchen gehabt. Die sieht sehr süß aus. Ich weiß nicht, ob ich es als Familienvereinigung akzeptieren kann, weil sie ist halt sehr, sehr dünn bekleidet. Also man sieht halt ihren Bauchnabel durch. Das ist eigentlich ganz hübsch, da habe ich kein Problem mit. Sie hat die Schokotafelpackung in der normalen Farbe. Ich weiß nicht, warum sie so braun sind. 2 Sterne. Tut mir leid, aber das ist ein Schlafanzug. Das ist cozy, okay? Thema cozy hättest du wahrscheinlich gewonnen. Aber Thema Familienwiedervereinigung, 1 Stern. Und ich habe gewonnen! Oh mein Gott, ich habe gewonnen, obwohl ich meine Schokoladentafel nicht richtig gekriegt habe. Let's go. Ich mach die weg. Hier. Yay, okay, let's go. Alles klar, das war's dann aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt in die Kommentare, welche Farbe euer Lieblingsoutfit hatte. Und dann könnt ihr hier weiter Roblox-Videos gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.